Auf geht's ins Wüstenland im zweiten Teil von Let's Play Super Mario Odyssey. Da startet nämlich unser Luftschiff und erhebt sich in die Lüfte. Wer hätte es gedacht? Okay. Eine spannende Technologie, die den Antrieb stellt. Und die Musik ist natürlich mega episch. Cappy. Genau. Verwandelt sich zum Geist. Und jetzt sind wir Mario Kapitän unseres eigenen Luftschiffes. Auf ins Abenteuer. Und zwar fliegen wir ins Wüstenland. Mario, hui, genießt den Ausblick. Die gesamte Mario-Welt kann man aus dem Fenster sehen. Na, wie gefalle ich dir als Kapitänsmütze? Ganz schön fesch, oder? Also, wo waren wir stehen geblieben? Das Ungeheuer schimpft sich Bowser. Richtig gut. Mit der Odyssey holen wir ihn in 0, nichts ein. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp Stampfattacke. Okay, das wissen wir schon. ZL in der Luft. Und dann, ja. Okay. Gut, ja, das ist Tutorial-mäßig. Dankeschön. Das brauche ich jetzt nicht. Das können wir auch übers Menü uns aussuchen. Und was steht da übers Wüstenland? Wie der Name vermuten lässt, ist es von Sand bedeckt und wohl auch ziemlich heiß. Dort gibt es Ruinen zu sehen und jetzt kommt's, den sogenannten Ring der Einheit. Der bindet Leute wie ein Ehering. Aha, dieser Bowser klingt ja ganz nach jemandem, der eine kostbare Antiquität für seine Scheinhochzeit stehlen würde. Ja, ich glaube nämlich, das ist das, was Bowser hier sucht. Einen Ehering für Peach. Heißt aber auch, dass die Hochzeit noch nicht, die Hochzeitsvorbereitungen noch nicht abgeschlossen sind. Oben auf dem Ruinenturm, dort geht das hin. Da ist der nächste Mond für uns. Okay, wir haben es geschafft. Unsere erste Fahrt mit der Odyssee war ein voller Erfolg. Aber es ist furchtbar kalt und ich dachte immer, in der Wüste wäre es heiß. Warum leuchtet es auf der Turmspitze? Ist das etwa ein Mond? Tja, da sollten wir auf jeden Fall uns als nächstes umschauen. Und da gibt es auch die Einwohner, die vielleicht tanzen oder sich bewegen, um sich warm zu halten. Diese Münzen kann man nur in diesem Land ausgeben, okay? Guten Tag! Mir ist so kalt, was ist hier nur passiert? Alles froh auf einmal ein. Okay. Brutzelebene-Siedlung. Tja. Okay, komm schon, ich warte schon seit einer halben Ewigkeit auf mein Taxi. Okay. Willkommen in unserem Shop. Schauen wir uns mal den Shop an. In diesem Schrank sind deine Klamotten. Du kannst dich jederzeit umziehen. Okay. Herzlich willkommen. Reden wir mal kurz über deine Münzen. Du besitzt Münzen und Münzen. Also die Coins und die lila Münzen. Gelbe Münzen kannst du überall einsetzen. Lila Münzen kannst du nur in dem Land, in dem du sie gefunden hast, ausgeben. Okay. Aha. Hier könnten wir also einen Wüstenmond uns holen. Willst du das hier haben? Okay. Danke für deinen Einkauf. Damit haben wir uns einfach mal so einen Mond erkauft. Okay. Und was gibt's hier noch? Punkte-Shorts für 1000 Münzen. Crazy Cap-Hut. Okay. Ja, so viel Geld haben wir jetzt eher nicht. Das sparen wir uns mal lieber auf. Und hier gibt's aber einen Sombrero und einen Poncho. Cowboy-Hut und auch noch Sticker und Souvenirs sogar. Okay, da müssen wir erstmal fleißig Münzen sammeln. Oh, na, hallo Hund. Oh, sorry. Na,
Na, Hündi? Okay, vielleicht ziehen wir uns mal... Hallo? Hier um. Mit der normalen Mario-Mütze, bitte. Tada! So, also wir wollten ja auf den Turm hinauf, aber ein bisschen schauen wir uns hier auch noch um. Damit wir vielleicht ein bisschen uns hier noch einkleiden können. Aber es ist halt auch alles eingefroren, ne? Oh, doch, wir können uns hier ein bisschen bewegen. Badum. Guten Tag. Solltest du dich verlaufen haben, geh einfach in die Richtung von dem glühenden großen Licht, ja? Okay. Ein guter Tipp. Oh, da ist noch ein Mond. Wie kommen wir jetzt hier raus? Ah, mit ZL. Damit können wir uns einen weiteren Mond über der Wüstensiedlung ergattern. Gibt es hier oben vielleicht noch was? Münzen auf jeden Fall. Sehr schön. Und da ist eine Röhre. In Mario-Röhren muss man natürlich grundsätzlich hinein. Guten Tag. Irgendwo hier im Raum ist ein Preis versteckt. Spüre die Vibration. Lass dich von ihr leiten und sie wird dich hinführen. Okay, ja. Da, hier vibriert was. Okay, noch nicht ganz. Batterieleistung lässt nach. Ja, danke dafür. Ihr seht das natürlich jetzt nicht, aber hier, da. Noch nicht. Irgendwo hier jetzt stärker. Doch hier. Tada! Da ist der Mond, der Vibrationsmond. Gut. Na dann. Wunderbar. Schnackhähnchen, wonach suchst du denn? Na, ich weiß, ich weiß. Kannst dir nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Querfeld ein mit dem Miauzi. Das ist hier irgendwo versteckt. Such ihn, finde ihn. Chipri chip. Okay. Da hat es auch noch was versteckt hier unten. Reisetipp ducken. Wenn du etwas Interessantes deckst, was sich in deinem Zugriff durch eine niedrige Decke entzieht, dann drücke ZL, um dich zu ducken. Okay. Aha, da hinten dran ist auch noch ein Mond versteckt. Den habe ich vorhin gar nicht gesehen. Nur für Angestellte. Na dann. Jetzt sind wir auch kurz angestellt gewesen. Tja, ja, ein Eis möchte in dieser Wüste jetzt eher niemand haben. Okay, gehen wir mal Richtung dieses Licht, zum Licht. Du kannst die Karte öffnen, äußerst praktisch, ja. Nanu? Dieses seltsame Brautpaar ist vorhin in den Ruinen rein und seitdem noch nicht zurück. Schau mal, Bowsers Fußspuren. Okay, ja, stimmt. Die sind wohl hier hin. Münzen. Die Brutzelebene Ruineneingang. Okay. Also, wir müssen den Turm erklimmen. Aber
hier ist so viel versteckt. So viele Geheimnisse gibt es zu entdecken. Uiuiui. Okay. Hier ist natürlich Treibsand. Wie sollte es anders sein? Und wir haben einen Kugelwilli. Ist das ein Kugelwilli? Gekapert. Bumm. Ob wir die für unsere Zwecke benutzen können? Natürlich. Ja, komm nur her, komm nur her. Bam. Oh, da könnten wir hinfliegen. Für einen weiteren Mario-Mond. Na, was meint ihr hier? Auf der schiefen Säule ist der Mond. Ja. Aber jetzt sollten wir natürlich auch wieder zurück. Autsch! Denn sonst sind wir außerhalb der Ruinen und müssen uns erst einen Weg zurückbahnen. Tja, vielleicht hier. Was ist das? Eine goldene Eichel. Wo könnten wir den Samen einpflanzen? Guter Punkt. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Hab jetzt hier noch nichts gesehen. Hier rein? Nee. Nö. Das war schon mal schlecht. Okay, schreibt es mir doch in die Kommentare, wenn ihr wisst, wo und wie und was. Ich habe gehört, irgendwo gibt es einen unterirdischen Zugang, der da hochführt. Okay. Ja, aber jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder einen Zurückgang finden. Moment, wir könnten doch die Mütze so werfen und dann... Na nur Mario, halte dich doch einfach dort fest. Mario will nicht, oder wie? Tja, das funktioniert nicht ganz so wie gedacht. In den Treibsand wollten wir natürlich auch nicht versinken. Aber da wird er doch wohl hochkommen. Ja, so. So sieht das doch schon besser aus. Aha. Okay, damit sind wir wieder hier oben angekommen. Okay. Stampfattacke, Gegner oder Bodenunebenheiten können mit der Stampfattacke benutzt werden. Yep. Oh, und hier ist natürlich noch ein... Autsch. Da war noch ein Mond drinne. Im Inneren eines Blocks war der Mond. Und hier können wir hier auch noch durch. Aha. Nein! Oh. Aber hier gibt es einen Aufgang. Uiuiui. So. Und hier haben wir ein weiteres 2D-Level. Ah, ducken, ja. Okay.
Autsch. Tja, auch hier muss man aufpassen. Ah ja, da kann man durch. So, wunderbar. Und da ist noch ein weiterer Mond. Oh. Der sich dort drüben jetzt bequem gemacht hat. So, so, so. Aus einer Kiste in den Ruinen kam ein Mond. Okay. Und hier können wir auf jeden Fall noch nach unten, um diesen Schalter zu betätigen. Damit hier dann der Durchgang frei wird. Zum Beispiel für uns. Und dann können wir nochmal das 2D-Abschnittchen hier spielen. Das macht mir nämlich nichts aus. Okay, so. Ich würde sagen, es geht hier entlang. Nach oben. Da hinten in der Ferne wartet noch ein weiterer Mond. Aber den werden wir zu einem anderen Zeitpunkt dann erkunden, erholen, einsammeln. So. Okay. Ein rundes 2D-Level. Um die Säule herum. Autsch. Das war schlechtes Timing. Aber hier gibt es doch auch noch was. Was glitzert hier? Aha. Weitere lila Münzen. Okay, das war natürlich sehr schlecht. Nein! Jetzt haben wir nur noch ein Herz übrig. Aber hier können wir uns immerhin ducken, okay. Und haben wieder haben den Checkpunkt erreicht und den weiteren Mond. Ein Mond für dich oben auf dem Ruinenturm. Okay, so, wie geht es jetzt hier weiter? Ein riesiger Abgrund. Mondstücke im Sand. Okay. Gut, den nächsten Abschnitt dann im nächsten Teil von Let's Play Super Mario Odyssey. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.